Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im LS19. Natürlich hier wieder auf der Felsbrunn. Und weiter geht's mit unserem nagelneuen Feld. Das werden wir jetzt gleich mal düngen. Oh. Hä? Jetzt kann ich es ja unten lassen. Egal. Hat eigentlich vorhin, wo wir beim Händler waren, beziehungsweise heißt vorhin, in der letzten Folge jemand aufgepasst, standen da noch Flüssigdüngertanks beim Händler? Ich kann es euch jetzt gar nicht sagen. Ich meine ja. Jetzt kriegen wir dann bestimmt gleich, wenn wir die nächste Bahn machen, der Erfolg für 10 Hektar. Oder? Mensch, das hagelt hier Erfolge. Das ist ja Wahnsinn. Da sagt man leider, im 19er geht nichts vorwärts. So schnell haben wir im 17er die Erfolge nicht durchprügelt wie hier. So ist es mein 10 Hektar Erfolg. Achso, wir haben die Bahn noch nicht fertig. Hallo? Jetzt vielleicht. Nein? Wieso denn nicht? Wieso lässt man das Ding eigentlich nicht gleich oben? Wieso kann man das überhaupt Höhen verstellen? Sprutzelt ja doch nirgends anders hin. Ich meine, im Real Life ist mir das schon klar, dass das eventuell ziemlich dicht über dem Boden sein sollte. Das sind das über die Pflanzen. So, kein Erfolg. Aha. Merke ich mir. Wieso gucke ich eigentlich hier links und rechts? Ich halte ja doch nicht an, wenn ein Auto kommt. So. Einmal. Ja, mit der Sämaschine. Mein Gott, das Silo ist immer noch nagelneu und nichts drin. Kein Körnchen. Nichts. Dann haben wir gesagt, wollen wir Sojabohnen. Die werden ja wohl auch am meisten bringen, oder? Wir gucken lieber vorher nochmal. Wie sieht es denn aus? Wo sind die Sonnenblume? Also manchmal kapiere ich es nicht, gell, die Sortiererei. Ah, jetzt. Na, aber wieso verstellst du denn die anderen damit? Kann ich jetzt nicht sagen, für alle der höchste Preis oben. Ja, egal. 6,98, 8,45, 9,35. Ja. Sojabohnen. Jetzt habe ich wunder gemeint, was die nur ausklappt, aber das war es ja schon. Ja, 50%. Also wie gesagt, jetzt werden wir ansehen. Und dann erste Wachstumsstufe abwarten.
nochmal Dünger drauf. Und dann können wir warten, bis es erntereif wird. Werden wir aber wirklich erst ernten, wenn auch die Gerste auf dem anderen Feld erntereif ist, weil ich muss den Mähdrescher ja mieten. Und ich habe es ja schon mal gesagt, ich möchte nicht für ein Feld mieten, zurückgeben, wieder mieten, beziehungsweise den so lang behalten, dass ich eben zweimal Miete dafür zahlen muss. Mensch, ich bräuchte hier dringendst Bank of Hagen steht wegen dem Pachten. Das wäre hier genial. Hätten wir es viel einfacher. Und da wird auch definitiv mehr hänger bleiben als bei den Feldmissionen. Gut, also das hier wird auch ein bisschen länger dauern, glaube ich. So, jetzt liegt gerade die Mörderarbeitsbreite. Wo fahre ich eigentlich hin? Na? Was haben wir da eigentlich? Also wir haben momentan, glaube ich, gar nichts halt falsch in Shop. Nee. Wollte ich gerade sagen, gemietet. Ach, die hat ja doch direkt zahlt. Oh Mann, ich hält. Wusste ich's doch. Ja, klar hat die. Oh. Wieso habe ich eigentlich die gekauft? Wieso habe ich die gekauft? Kann mir das jemand sagen? Die hat ja auch bloß 3 Meter. Hätte ich mir sparen können. Ich glaube, ich war auf der Sämaschine vom Anfang, die kleine. Was sind das eigentlich, die wo da immer am Anfang steht? Wo sind die? Genau, die Amazone. Die kleine blaue, die kleine grüne. Der war schlau. Naja, grube mal. Zweimal quasi im Prinzip. Ach, egal. Ich möchte nicht wissen, wie viel von euch jetzt da wieder in der Folge vom Bildschirm Grufe habe. Nein, du brauchst die Grube und das baut dieselbe Maschine. So. Ich höre doch immer nicht. Das ist wieder so typisch. So, dann fahren wir jetzt mal hier einfach unsere Bahnen. Das Umdrehen ist zugegebenermaßen ein bisschen mühsam hier. Oh, oh, oh. Dafür geht es umso schneller wieder bergab. Hui. Und schief ist es wieder, meine Herren. Jetzt fetzen wir aber hier gleich weiter. So. Kann es aber auch immer schlecht einschätzen, wo ich da fahren muss, dass ich keine Lücke dazwischen habe. Kann ich mir ganz schlecht sagen. Ich drehe da jetzt nicht mehr um. Das ist mir zu mühsam. Ich glaube, so sind wir schneller. Hui.
Oje, nee, nee, keine gute Idee. Ich brauche bloß einmal kurz in Inneransicht gehen und schon komme ich total aus der Spur. Hoppla. Kann denn hier nicht mal jemand diese Straßenschilder wegräumen? Das ist ja gefährlich. Kann ja gut weiß was passieren. Wenigstens hat man jetzt für die... Och nö. Genau das wollte ich nicht. Wenigstens hat man für die Sojabohnen alles da. Also da braucht man jetzt nichts kaufen. Kein... Wo war denn jetzt der Fleck? Kein Saatgut oder so. Na. Halt. Ah, jetzt ist alles hier, alles durcheinander. Nee, dann mal gucken, was uns da bei der Ernte dann hängen bleibt. Bei der Gerste ist halt die Frage, was machen wir mit dem Stroh? Sollen wir es aufsammeln, irgendwo hinschmeißen? Finde ich auch blöd. Ballenpresse, ja, weiß ich nicht. Das kostet halt einen Haufen Geld. Also Ballenmacher, ich glaube, das lassen wir mal. Ich müsste nicht bloß die Presse mieten. Ich brauche dann auch einen Wagen dafür. Und für die paar Ballen, ich glaube, das lohnt sich nicht. Das kommt uns so teuer. Und wenn ich das zusammenrechne, die Mietgebühr für die Presse und die Mietgebühr für den Ballenwagen, da können wir, glaube ich, einen Haufen Ballen beim Händler kaufen. Sollten wir denn wirklich mal dringendst welche brauchen? Für den Anfang, versteht sich. Das sieht schon nicht so schön aus. Gebe ich frei zu. Es gefällt mir selber so nicht, aber gut. Okay, sehr schön. Weiter geht's mit den Erfolgen, jawohl. Das motiviert einen doch ungemein. So. Helfe wird es schöner hinkriegen. Aber der kostet auch bloß wieder Geld. Alles kostet hier Geld. Unverschämtheit. Und dann gibt es noch nicht einmal Goldmünzen oder Nuggets oder irgendwas. Warum sie das nicht wieder reingemacht haben, das verstehe ich nicht. Das wäre so ein schöner Bonus gewesen. Was habe ich sie denn jetzt ausgemacht? Aber kann mir mal jemand sagen, warum ich die Sämaschine gekauft habe und der Ecke dazu? Hä? Wieso? Da hätte ich doch die gar nicht kaufen brauchen. Die hat ja auch bloß 3 Meter. Was habe ich mir jetzt da dabei wieder gedacht? Nix. Gar nix. Aber wenn ich die jetzt palt, dann habe ich im Prinzip die Ecke umsonst. Ich weiß, was man verkaufen könne. Ein Striegel. Ist mir jetzt gerade so eingefallen. Ein Striegel können wir verkaufen. Den braucht man nicht mehr. Und den fahren wir auch selber zum Händler. Das mache ich jetzt nicht hier über den Shop. Naja, es wird ja hier, wir haben es ja gleich quasi fast geschafft.
Jetzt habe ich verklickt, aber wie? Also nicht verklickt, sondern hier falsche Taste. Wieso habe ich denn jetzt abkoppelt? Also. Und das nur bergab? Ich glaube, das machen wir jetzt auch schnell, ha? Oh, was ist jetzt? Was ist? Habt ihr jetzt die Reifen gesehen? Hey, was? Hey, rutscht die? Hey, die rutscht halt! Oder spinne ich jetzt? Hey, das dreht sich doch. Die rutscht mir jetzt aber nicht auf Straße runter, oder? Bleibt die da stehen? Hey, halt, halt! Da guck mal, die rutscht. Ja, was wird das jetzt? Halt, stopp, stopp. Hallo? Hä? Ist jetzt wieder irgendwas kaputt? Was ist das? Error. Running Lua Method. Key Event. Was? Base? Achso, nee. Hä? Irgendwas von der Mission? Was weiß ich. Schön, das wird ja immer besser hier. Toll, guck mal. Gott. Also wirklich. Hier ist ja alles kaputt. Was macht die denn da für Spuchten? Das ist aber die einzige Maschine, die das macht. Hoffe ich zumindest. So, den braucht man nicht mehr. Das ist gut, das gibt auch wieder ein bisschen Geld. Ich bin ja gespannt, wo die Sämaschine jetzt dann steht, wenn wir vom Händler zurück sind. Oder ob die sich jetzt langsam mal auszappelt. Wenn ihr also Sachen gibt's. Hoppla, da... Habe ich es nicht gesagt, da kann Gott weiß was passieren. Das ist gemeingefährlich mit den Schildern auf der Straße. Schlimm hier, schlimm, schlimm. Kommen wir bald schon vor wie in Fuchshausen. Ja, ja, die Leute heutzutage, gell? Ich sag's ja immer wieder. Jetzt frage ich mich auch, für was ich mir einen Kalkstreuer gekauft habe, weil bis jetzt. Jetzt weiß ich gar nicht, muss man denn alle Felder kalken? Es sagt es einem ja auf jeden Fall an, wann es gekalkt werden muss. War das nicht nach dreimal Ernten? Und bei Mais, Kartoffeln und Rüben irgendwie gleich danach? Also nach der Ernte? Moment. Geld! Hurra! Oh, wie schön! Das gucken wir jetzt nur. Moment, hier. Ernten. Nein. Da. Ach so, das ist bei Olli. Okay. Ne, Pflügen war es mit Mais. Ja, okay. Ja, ja. Pflügen haben wir ja aus. Ne, nach drei Ernten mit Kalkdüngen. Alles klar. Vielleicht hätten wir jetzt vorher gucken sollen bei dem Feld, gell? Oh Gott, ich traue mich gar nicht gucken. Ach so, nö. Benötigt Kalk. Nein. Sehr schön. Da gucken wir jetzt, was unsere Sämaschine macht. Ach, da vorne steht sie noch. Gut. Ich wollte gerade sagen, die ist bestimmt schon davon galoppiert. Nee, nee, hier passieren wieder Sachen. Seltsame Dinge gehen vor sich. Vielleicht ist die auch besessen. Ich bräuchte schon wieder einen Exorzisten.
Also irgendwie steht es jetzt aber komisch da. Sag mal, zappelt die. Die zappelt doch immer noch. Nee. Nee, ich glaube, sie hat sich auszappelt. Aber das ist ja auch toll. Also das kann ich ja leiden, wenn das Zeug immer anfängt, da über die halbe Map zu hoppeln und zu zappeln und zu rutschen. Das ist ja also auch wieder wunderbar. Naja, gut. Dann werde ich jetzt hier mal nur fertig machen. Ich würde aber sagen, für diese Folge komme ich zum Ende. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und freue mich natürlich, wenn ihr dann auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin, wie immer, eine gute Zeit und ich sage Tschüss.